Geht so, muss ich tatsächlich sagen. Es ist eher, dass sie sagen, da ist noch Luft nach oben auf beiden Seiten. Aber Sevilla, da liegt der Witz natürlich nahe. Europa League König ist natürlich zufrieden mit dem Ergebnis. Und Robby, wenn du sagst, da gab es doch... Und er geht hin zu Bono. Irre, wem irre gebührt, weil das sind schon irre Zahlen, die der hier hinlegt. Es ist, wie ich eben sagte, jetzt das vierte Spiel in Folge, das einen Doppelpack macht. Das hat es zuvor in der Champions League noch nie gegeben. Also mal wieder alleiniger Rekord für Haaland. Und er hat Harry Kane abgelöst. Er hat die wenigsten Spiele gebraucht, nämlich 14, um 20 Buden zu machen. Harry Kane hat 24 Spiele gebraucht. Also ich weiß nicht, welche Rekorde der noch brechen wird in der Champions League. Alle. Aber es ist definitiv sein Lieblingswettbewerb. Ja. Peter, kannst du uns noch mal gefallen? Pfiffiger Tweet aus dem Netz. Also ich meine, es war ein Hin und Her. Wisst ihr übrigens, welches Duell ich auch mag heute Abend? Ich weiß, wir reden hauptsächlich über... Unser Reporter Patrick Berger, den wir eben geschaltet haben, ist ja für uns vor Ort im Stadion. Und der hat vielleicht könnte es damit was zu tun haben. Ich hab mit Man muss auch noch mal, noch mal sagen. Waren, ne? Ja. Also ich habe mal so ein paar Tweets zusammengefasst, extra dir zuliebe, Rollo. Immer nur Videoüberweisung. Wir sehen ja zumindest mal noch die Bilder, die Wiederholungen, Diskussionen auf dem Feld. Dann sitzt du da oben in deinem Oberrang und denkst dir, was ist hier los? Die Fans sagen auch, der Videobeweis macht den Fußballstatist gerechter machen. Ja, aber kriegt man das Rad noch mal zurückgedreht? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir brauchen die Diskussion nicht mehr von vorne aufräumen. Das ist eine berechtigte Frage. Weil die Kritik und der Druck noch größer wird. Also fällt der Sendung, das, was die sagen, O-Ton. Das sagt der Gegner. Glaubst du auch wohl nicht, dass sie noch mal gegen Köln verlieren? Wir beide. Ja, Moment, Moment. Den Tag nicht vom Abend loben, ja. Was ist jetzt? Nein. Regung ist die Geschichte gegessen. Und so, komm, pfeif ab. Den Ball haben, oder? Vor allem, da liegt einer von Sevilla im Strafraum. Ne? Ach, letzten Sekunde ein... feiern oder Dahoud in der Kombination mit Edin Terzic. Sie sagen, wer hätte vor dem Sevilla-Hinspiel gedacht, dass Dahoud? Und ich persönlich finde immer, es ist auch eine Stärke eines Trainers, wenn sie es schaffen, Spieler einen Push zu geben, weiterzuentwickeln. Also ich finde auch sowas ist immer eine Qualität eines Trainers, dass sie es schaffen, Spieler nochmal weiterzuentwickeln, die vielleicht Typen werdet ihr jetzt auch besser wissen, die sind sehr sensibel. Ich glaube, für die muss man ein Händchen haben. Genau. Götze ist so einer. Ich glaube, Julian Brandt tatsächlich ist auch so einer. Den muss man führen können. Und das ist das Match. Da weiß man noch nicht, wie man Julian Brandt eigentlich anpacken soll. Das